Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch dieses tolle Buch »Ich weiß jetzt 100 Dinge mehr« zum Thema Musik vorstellen. Das ist aus dem Usborn Verlag, hat 128 Seiten, kostet 13 Euro und wird ab 9 bis 13 Jahre empfohlen. In diesem Buch erfährt man, wie der Name natürlich schon verrät, 100 Dinge zum Thema Musik, von denen sicherlich selbst Musikliebhaber einige noch nicht gehört haben dürften und spannend finden werden, denke ich mal. Zuallererst wird natürlich geklärt, was man unter dem Begriff Musik hier überhaupt versteht. Musik bedeutet nämlich die Kunst der Klänge und ein Musikstück ist ein Kunstwerk aus Tönen. Und dann verbirgt sich auf jeder Seite eine interessante kurze Geschichte oder Fakten zu einem bestimmten Thema. Hier zum Beispiel erfährt man, wer die Königin des Jazz war und dass sie ein absolutes Gehör hatte. Was man darunter versteht und wer diese Person war, erfährt ihr im Buch. Hier zum Beispiel lernt man etwas über den Aufbau einer Orgel, was ich super cool gemacht habe. Also hier heißt es, eine Orgel ist wie ein Eisberg, das meiste liegt im Verborgenen und ist sehr schön abgebildet. Oder hier, dass ein Schlagzeug-Solo, ich versuche es mal zu drehen, ich hoffe, es passt einigermaßen ins Bild, dass ein Schlagzeug-Solo von nur 20 Sekunden über 1000 Songs hervorgebracht hat. Wer das Solo spielte und welche einige berühmte Songs daraus hervorgingen, kann man in dieser tollen Darstellung sehen. Und interessant fand ich diese Seite zum Beispiel auch, denn da geht es darum, dass Lieder aussterben können, wenn sie nicht geschützt werden. Was damit gemeint ist, erfährt ihr ebenfalls in diesem sehr interessanten Beitrag. Ich habe bereits drei Bücher aus dieser großartigen Reihe vorgestellt und als dieses hier erschienen ist, musste ich das natürlich unbedingt auch haben, denn mein Sohn spielt Keyboard, mein Mann spielt E-Gitarre und grundsätzlich ist Musik in unserem Haus einfach allgegenwärtig. Deswegen fand ich das Buch natürlich auch sehr spannend, wollte es euch nicht vorenthalten. Wir haben es nicht am Stück gelesen, sondern immer wieder abends mal gemeinsam einige Seiten als Leseübung gemacht und dabei viele interessante Sachen erfahren, die man, davon bin ich überzeugt, nicht in den Standardbüchern zum Thema Musik finden würde. Ist schon ein ganz besonderes Buch. Den Link dazu gibt es wie immer in der Infobox. Ich habe euch auch das Video mit den anderen drei Büchern dazu verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!